Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich bin heute wieder mal bei Holger Laudelei, bei der Laudelei Betriebstechnik. Denn Holger, der hat mich angeschrieben, der hat mir eine Mail weitergeleitet, die er von der Telekom bekommen hat. Und die Telekom, die erhöht die Preise für ihr Ladenetzwerk. Und das ist ziemlich kurios, und da wollen wir mal drüber reden. Und gleichzeitig hat Holger mir gesagt, ich habe eine Möglichkeit, wie man wirklich kostenlos Strom von der Telekom kriegt, und da wollen wir mal mit ihm drüber sprechen. Moin Dennis! Holger, moin, grüß dich! Wieder mal da! Ja, du hast wieder einen interessanten Vorschlag. Ja. Und das wollen wir uns mal angucken. Alles klar, gehen wir ins Büro. Ja, Holger, wir sitzen hier wieder an Holgers Platz. Ich habe hier nur meine mobile Kamera mit, also ich muss dann hier also schwenken, aber das sollten wir hinkriegen. Holger, du hast Post von der Telekom gekriegt. Ich habe eine Ladekarte bei der Telekom beantragt, die habe ich auch bekommen. Dann habe ich diese Ladekarte versucht, entsprechend zu aktivieren. Das habe ich auch hingekriegt. Zeig mal her. So sieht die Ladekarte aus von der Telekom. Dann habe ich sie, wie gesagt, versucht zu aktivieren über die App. Das hat nicht geklappt. Und dann habe ich versucht, da anzurufen. Da hat sich leider auch keiner gemeldet. Und dann habe ich das Ding erstmal auf sich beruhen lassen. Und dann habe ich vor ein paar Tagen eine interessante E-Mail von der Telekom gekriegt, dass die das jetzt umbenennen. Das gesamte Ladenetz der Telekom wird umbenannt in GetCharge. Und habe dann diese E-Mail bekommen, die ich dir ja auch weitergeleitet habe. Ja? Und in dieser E-Mail, da war ich dann etwas entsetzt. Da wird von bevorzugten und nicht bevorzugten Ladestellen geredet, und da werden exorbitante Preise aufgerufen. Die Telekom ruft jetzt auf, 29 Cent oder 39 Cent oder an nicht bevorzugten Ladestationen 89 Cent. Und das versuche ich euch jetzt hier einmal zu erklären, denn ich habe versucht, das hier jetzt ein bisschen auseinanderzunehmen. Also, der Brief ist von Marcella, von deinem Telekom-Ladestrom-Team, Holger. Ja, er lacht hier. Ja, da bin ich ja schwer begeistert. Also Marcella schreibt persönlich, und zwar: Die Telekom, die ja sowohl eigene Ladestationen betreibt, wie im Roaming Stationen, die anderen gehören. Wir stellen mit dem 3. April unsere rund 13.400 Ladepunkte in Deutschland auf die transparente und faire Abrechnung auf Kilowattstundenbasis um und bieten euch zukünftig ein zweistufiges bundesweites einheitliches Tarifmodell. Also die Telekom ist dazu übergegangen, erstmal die Kunden zu duzen. Finde ich jetzt nicht schlimm oder so. Aber akzeptiert, kein Problem. Ist erstmal beachtlich so, ne? Also die halten die E-Autofahrer für eine ziemlich junge Zielgruppe wahrscheinlich so. Und jetzt kommt's: An bevorzugten Ladestellen ladet ihr dann mit AC 29 Cent Kilowattstunden und DC mit 39 Cent. Das geht ja noch, oder? Alles gut. An sonstigen Ladestellen ladet ihr zukünftig mit einheitlichen 89 Cent. Das ist der Hammer. 89 Cent, da kostet Tesla 70 Euro, wenn ich ihn voll machen will. Ja. Das geht doch nicht. Das ist ein Wahnsinn, oder? Kostet doch mein Diesel auch 70 Euro, wenn ich ihn voll mache. Ja, wir wollen es doch nicht mehr mit Diesel vergleichen. Die Autos haben 90% Wirkungsgrad. Das kann doch nicht sein, sowas. Ja, ja, so. Und in einer neuen App, die man dann, die am Anfang April kommt, soll man auch sehen können, was bevorzugte und was nicht bevorzugte Ladestationen sind. Ich vermute jetzt mal, das eine sind die Telekom-eigenen Ladestationen, die belegen, und die teuren sind die von den Roaming-Partnern, habe ich so gedacht. Aber sie schreiben hier, daher weisen wir in zukünftig Ladestellen von Partnern mit hoher Verfügbarkeit und Servicequalität als bevorzugte Ladestellen aus. Das heißt, Ladestationen, die zuverlässig funktionieren und die häufig angefahren werden und auch frei sind, die sind billiger und die anderen sind teurer. Also wir verstehen das nicht und halten das für, ja, für ziemlichen Quatsch. Man könnte das fast für einen April-Scherz halten, oder? Ja, man könnte das für einen April-Scherz halten. Es ist aber wirklich kein April-Scherz. Es ist kein April-Scherz, obwohl dieses Video jetzt hier heute am 1. April erscheint. Aber
Holger hat sich Gedanken gemacht und hat sich überlegt, wie man sein Tesla trotzdem und sein anderes E-Auto funktioniert eigentlich für alle E-Autos, ne? Oder? Das, was ich mir ausgedacht habe, funktioniert für alle E-Autos. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorgreifen. Ja, also und das muss ich jetzt nochmal zu Ende sagen. Also Holger hat sich ausgedacht, wie ihr das Auto laden könnt bei der Telekom. Kostenlos. Und das zeigen wir euch jetzt. Holger hat gebastelt. So Holger, dann zeig uns mal, was du dir hier ausgedacht hast. Ja, ich muss ganz kurz eben ausholen. Bei der Telekom ist es ja so, die Telekom benutzt ja für die Anschlüsse ihrer Telefone sogenannte TAE-Dosen. Und ich habe mich daran erinnert, ich bin ja mal lange Zeit im Telekommunikationsgeschäft auch gewesen, ich habe mir erinnert, dass auf so einer Dose sind 60 Volt Wechselspannung drauf. Das nennt man Schutzkleinspannung und diese Schutzkleinspannung kann man mit 50 mA ungefähr belasten. So, jetzt ist ja die Formel P gleich U durch I, das heißt Leistung errechnet sich aus Spannung durch Stromstärke. Ich kann also, wenn ich 60 Volt auf der Dose habe und das durch 50 mA teile, kriege ich ungefähr 1000 Watt aus der Dose raus. Und jetzt habe ich mir mal Folgendes überlegt. Ich habe also eine solche Dose, ja, die habe ich draußen anmontiert, das werden wir gleich draußen ausprobieren. Ja, eine solche Dose habe ich für so einen Stecker vorgesehen und so einen Stecker stecke ich dann in eine sogenannte TAE-Dose und gehe dann hier. TAE-Dose, Telefondose. Das ist TAE-Dose, Telefondose. Ne? Also wir haben hier sogar E-Check drauf. Das habe ich also alles auch so sicher gemacht, dass das also elektrotechnisch völlig in Ordnung ist. Ne? Du hast den Stecker also geprüft. Das habe ich alles geprüft. So wie man das machen sollte. So wie man das machen als sollte. Als Meister. Und der ist auch geprüft. Der ist auch geprüft. Das haben wir hier. So, ich muss ja jetzt Folgendes tun. Ich muss ja jetzt aus dem TAE-Strom von 60 Volt, muss ich ja jetzt irgendwie 240 Volt machen. Das heißt, ich schalte in diesem Stecker, der 5 Pole hat, schalte ich 4 Pole in Reihe, dann kriege ich 240 Volt und benutze jetzt den Erdungskontakt als Rückleiter. Jetzt habe ich, also wenn ich das verschaltet habe, habe ich hier an dem Stecker, das ist ein sogenannter CEE 125 Ampere Stecker, habe ich also 240 Volt. Das langt natürlich noch nicht, um Auto zu laden. Jetzt brauche ich den nächsten Adapter. Und der nächste Adapter, der macht jetzt Folgendes, ja, das denn, Holger? Ja, das ist jetzt, ich muss ja von 125 Ampere, ja, da muss ich ja jetzt runterkommen auf 63. Und hier passiert jetzt Folgendes. Bei diesem Adapter, den wir jetzt zwischengeschaltet haben, habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich jetzt die drei Phasen erzeugt, die wir brauchen, also 3 mal 240 Volt. Ja, wir haben ja, wer mitgerechnet hat, hat jetzt gemerkt, wir haben ja 4 mal 1000 Watt hier aus dem Stecker geholt. Die haben wir jetzt hier quasi vervierfacht, also wir haben 4000 Watt und daraus mache ich jetzt mit diesem Stecker, mache ich bei 240 Volt drei Phasen mit jeweils 4000 Watt. Dann habe ich hier anliegen, an diesem Stecker habe ich dann anliegen, 3 mal 240 Volt mit 4000 Watt, macht also ungefähr 12.000 Watt Leistung. Aber ich habe ja immer noch keinen Drehstrom, also brauche ich den nächsten Adapter, weil ich muss jetzt ja eins tun, was ganz wichtig ist. Ich muss ja jetzt sehen, dass ich aus diesem normalen Wechselstrom Drehstrom mache. Und ach, die Dichtung lassen wir mal weg. So, dazu ist dann der nächste Adapter da. Und dieser Adapter macht jetzt Folgendes. Der sorgt dafür, dass ich erstens den Phasenwinkel von 120 Grad kriege und dass ich mit dem Verkettungsfaktor von Wurzel 3 es schaffe, hier ein vernünftiges, stabiles Drehstromnetz rauszukriegen. So, das würde dieser Stecker liefern. Hier auf diesem Stecker liegen also jetzt gute 12 kW an, wenn wir das gleich ausprobieren drauf. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Ich muss ja jetzt den Tesla anschließen. Hast du deinen UMC-Adapter mit? Klar, natürlich. Immer dabei, ne? Immer Mann. So, immer. Das heißt, wir müssen ja auf die Tesla-Norm kommen, also auf CEE 16 Ampere. Deswegen haben wir hier 32 Ampere auf 16. Den müssen wir da noch reinstecken. So, den haben wir jetzt auch. Und jetzt wäre der Adapter fertig. Jetzt könnten wir entweder an diesem Adapter, könnten wir entweder mit diesem Stecker, da sind 4 Schubus dran, könnten wir 3 E-Fahrzeuge jeweils mit 16 Ampere laden, also mit knapp 3,7 kW, oder dein Tesla mit 11 kW. Worauf wir jetzt achten müssen, das müssen wir gleich mal gucken, wo der nächste Netzverknotungspunkt der Telekom ist, weil es kann auch ein bisschen weniger Leistung rauskommen. Also wenn es nicht ganz 11 kW werden, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber auf jeden Fall haben wir es mit dieser Anordnung geschafft, aus einer normalen Telekom-Dose 11 kW Leistung für die Ladung eines Teslas rauszubekommen. Und das finde ich erstmal bemerkenswert, dass man das überhaupt hinkriegt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist cool, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Und jetzt musst du mir nochmal eins erklären, Holger. Du wirst ja häufig dafür kritisiert, dass du so wild hoch und runter adaptierst. Ja. Und dass das alles nicht der VDE-Norm entsprechen würde. Ja, das habe ich ja schon mal ein paar Mal erklärt. Ja, und deswegen hast du jetzt hier alles durchgeprüft und alles vollgepflastert. Genau, alles mit E-Check versehen. E-Check. Und das ist auch völlig korrekt, was wir jetzt machen. Ja, das können wir entsprechend so adaptieren. Natürlich werden diese Adapter ein bisschen was kosten. Aber dafür entschädigt ja das kostenfreie Laden dann über die Telekom-Dose. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Genau das werden wir jetzt machen. Wir nehmen deinen Wagen. So, hast jetzt meine Frau mal gesehen, wie sie hier jetzt ständig mit dem Segway durch die Gegend eiert. Ja, so, und du meinst, das klappt jetzt wirklich? Ja, wir müssen jetzt noch eben die Telekom-Dose da in Betrieb nehmen, das ist aber kein Problem. Ich habe da ja in meinem Travo habe ich einen Telekom-Anschluss, das ist kein Ding, das kriegen wir hin. Und meinst du, die Telekom hat nichts dagegen? Was soll die Telekom dagegen haben? Die A, merken sie es nicht, und B, haben die so viel Strom und die sind so riesig, das kann doch kein Problem sein für die Telekom. Ja, du meinst, sie merken das also gar nicht. Ja, aber die Telefone nicht. Brauchen ja auch Strom. Ja, und die merken gar nicht, wenn da jetzt da das alles weggeht. Nö, das kriegen die nicht mit, glaube ich nicht. Da sind ja keine Zähler zwischen nix. Wie sollen die das merken? So, was brauchen wir als erstes? Ja, jetzt brauchen wir als erstes mal eben dein UMC, dass wir den Wagen ladebereit machen können. Hast du doch bestimmt hinten links drin. Natürlich, ne? Immer dabei. Ja, super. Lass mich den mal eben auspacken. Ich mach die Kamera, du ja, stellst ich mach hier jetzt hier die an. Praktischen Arbeiten. Ne? Du bist ja mehr Sozialwissenschaftler, die technischen Dinge liegen dir ja nicht so sehr. Ne? Auch mittlerweile, durch deine Gesellschaft, habe ich mich doch schon gut fortgebildet, es ist oder? Ist tatsächlich so, du hast dich wirklich gemausert in letzter Zeit. So, dass man also wirklich merkt, dass du langsam richtig Ahnung kriegst. Ne? Ich kann schon Drehstrom von Glattstrom unterscheiden. Ja, es geht doch voran, und oder? So, ja. Ist doch total cool. So, jetzt bringen wir das mal eben zusammen hier. Das werden wir da hinbringen. Machst mal deine Ladeklappe auf. Jetzt wäre ich fast gefallen hier. Achso, du hast ja genau die, die noch so aufgeht, ne? So. Jetzt stecken wir das hier zusammen. Aufpassen, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Findest du das nicht ein bisschen wuchtig, was du da gebaut hast? Ich liebe Adapter. Ist doch total erotisch, oder nicht? Ich kann mich kaum einkriegen. Total geil. So, jetzt müssen wir den Adapter. Ja, so, das liegt hier gut. So, guck, hier ist jetzt die Telekom-Dose. Ich habe ja hier mein Travo, weil ich ja meine ganzen Carports von hier verwalte. Ja. Und das hier ist unser sogenannter Datenschrank, wo das alles verwaltet wird. Da habe ich jetzt einfach eine Dose rausgezogen von der Telekom. Aber sag mal jetzt hier, guck mal, das ist doch jetzt, da kann doch Wasser eindringen, ja, und all sowas. Dennis, 60 Volt Schutz Kleinspannung, wahrscheinlich sogar weniger. Unter 60 Volt Schutz Kleinspannung brauche ich noch nicht meine Erde, gar nichts. Brauche ich kein FI, nichts, das kann ruhig nass werden, das ist doch völlig wurscht. Deswegen habe ich das mal im Betüdelband daran gefummelt. Reicht doch. Ja, und auch wieder natürlich. Ja, E-Check, alles gecheckt. Isolationswerte 100%ig. Alles super. So, also Adapter steht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Steckt drinne. Da ist Spannung drauf. Das ist überhaupt kein Problem. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob er lädt. Jetzt müssen wir mal eben gucken, ob er lädt. Du gehst das einmal. Ich gehe das einmal ab hier. Ja. Der lädt wirklich. Ja, hätte es nicht geglaubt, ne? Ist unglaublich. Aber. Wir gucken mal rein, aber wirklich, wirklich lädt. Ja, lädt. Wir gucken mal von beiden Seiten. Was? Ha! Hab ich doch gesagt, 16 Ampere und da kannst du sehen, dreiphasig. Siehst du das? 3x 16 Ampere. Der macht also jetzt 11 kW Leistung aus der kleinen Dose. Das ist doch cool, oder? Holger. Ja. Du bist ein Genie. Ja, so können wir umsonst in Zukunft laden. Bist ein Genie. Ja. Jetzt könnten vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, aber wir sind sehr, sehr weit weg vom Netzknotenpunkt der Telekom. Da verlieren wir halt bei der dünnen Leitung ein bisschen was. Aber so können wir in Zukunft unsere E-Autos laden. Oder wir könnten jetzt auch drei Autos ranhängen mit 230 Volt. Da habe ich den Adapter ja auch für da. Aber ein Problem sehe ich vielleicht. Darf ich dir das mal eben zeigen? Wo soll dein Problem sein? Ich glaube, das hast du übersehen. Das Echt? Gucken wir uns nochmal an. Alles klar. Bitte. Also Holger, ich sehe ein Problem bei der hohen Leistung. Ich habe ja viel gelernt von dir. Du hast hier hohe Kabelquerschnitte gewählt. Ja. So wie das eigentlich gehört. Und hier... Ah, das ist ein bisschen dünn, ne? Das ist schon ganz heiß. Was? Das, fass mal an, fass mal an. Naja, ein bisschen warm. Bis 70 Grad ist überhaupt kein Problem bei Kabeln. Aber gut, da hast du recht. Das ist, also müsste man bedenken. Ich würde also empfehlen, dieses Kabel thermisch zu überwachen. Hast du eine Idee, wie wir es machen? Ja,
klar. Also wir brauchen hier ein Thermometer, das hängen wir hier dran. Und wenn das dann heiß genug ist, piept das. Weißt du, was das macht? Ein Fieberthermometer funktioniert doch so. Die Dinger, die du in die Ohren stecken kannst. Ja. Ich hole eins her. Warte. So. Fieberthermometer. Ja. Damit können wir es realisieren. Ja, dann zeig ich mal. Wollen wir mal gucken, ne? Erstmal gucken, ob es geht. Lübt. Alles gut, wie kriegen wir es denn ran? Ein Tüdelband oder was? Klebeband hier. Alles klar. Warte, ich habe noch ein bisschen Klebeband da. Dann tüdeln wir das da jetzt ran. Das ist ja eine coole Idee. Und das kann ich ja einstellen. Dann stelle ich das mal auf 36 Grad ein. Warte. Ja, würde ich. Arg. 38 Grad. 38 Grad. 38 Grad. Vorher ist kein Fieber. Auf 40, oder? Ja. Das Kabel hält das schon aus. So. Schutzkappe abmachen. So. Und jetzt da rangetüdelt. Warte mal, das ist ja nicht so weiter. Das ist schon tricky. So. Ja, siehst du, hat auch schon gepiept. Ja, piept schon. Warte, so, hier vorne musst du es nochmal festmachen. Ja, da bin ich ja dabei. Da bin ich dabei. Das ist ja. Zack, und das Problem aus der Welt. Ja. Was zeige ich da an? Kannst du das sehen? Ja, 35,4 Grad. Ja, ich habe auf 38 eingestellt, danach piept er. Also perfekt. Geile Lösung, oder? Thermische Überwachung. Erledigt. Unserer perfekten Ladelösung. So, wir setzen uns noch mal kurz ins Auto und sprechen noch mal über die technischen Daten, wie die Zuschauer sowas bekommen können und wie sich sowas amortisiert auf Kosten der Telekom. Alles klar. Jetzt baue ich die Kamera hier mal auf, dass wir hier beide drauf passen. Mal sehen, wie geht das mit der hier? Das ist die andere. Oh, schwierig. Aber Dennis kriegt das hin. So. Ah. Ja. Ja, geil. Ja, passt. 100%ig. So, Holger. Thermische Überwachung steht. 11 kW Liter. Mehr kann man nicht tun. Ein Tesla oder drei Zoes. Kein Problem. Wie kommen unsere Zuschauer jetzt an so einen Ladeadapter? Ja, also ich habe mir das so vorgestellt. In den Kommentaren setzt ihr bitte eure E-Mail-Adresse rein. Die kopiere ich mir dann raus. Und nee, dann nee, das geht nicht. Datenschutz. Also schreibt mir eine, schreibt mir eine E-Mail, dann kriegt ihr die Bauanleitung moin-tesla@dennis-vitus.de. Stichwort Bauanleitung Ladeadapter. Alles klar, machen wir das so. Also Ladeadapter Telekom vielleicht noch, damit wir wissen, welchen. Der Holger hat ja schon so einige gebaut. Und ganz wichtig ist, dass du jetzt nochmal erklärst, wir laden hier jetzt ja auf Kosten der Telekom. Genau. Die Einzelteile des Steckers, so billig ist das gar nicht. Wann amortisiert sich das denn? Also so ungefähr nach guten, ich sag mal 5000 Kilometern hat man das raus, wenn man die Ladestecker kauft. Ja. Ja, die sind gerade die 125er und die 63er, die sind ein bisschen teuer. Die sind aber notwendig, damit wir aus diesen 60 Volt eben auch Drehstrom machen können. Sonst geht es ja nicht. Ja. Ja. Und tut mir einen Gefallen, liebe Leute. Lauft nicht über die Baustellen auf dem Sonntag und mit einer Kabelschere und versucht irgendwelche Adapter dort abzuzwicken. Lasst sowas bleiben, das darf man nicht. Da könnte Strom drauf sein. Genau. Und ja, liebe Kinder, sowas nicht nachbauen. Ich bin Elektromeister, ich weiß ganz genau, was ich tue. Ja? Das sollten nur Leute machen, die einigermaßen eingewiesen sind. Und nicht an Stromkästen gehen, sondern also nicht darin rumfummeln wie du jetzt, sondern bitte an eure Dose, die da fertig installiert genau ist. Also und eine Telefondose, die hat jeder. Jo. Du hast gesagt, die Telekom wird das eh nicht merken. Und ja, das ist nun moralisch vielleicht. Muss man weiß sehen. Nicht, müsst ihr selber für euch bewerten, ob das jetzt in Ordnung ist, einfach irgendeinem, auch wenn das Unternehmen noch so groß ist, dem jetzt Strom zu klauen. Ich hätte da vielleicht ein bisschen Bedenken. Oh, ich bin da etwas schmerzfrei. Du bist da schmerzfreier. Ja, also. Ganz wichtig noch, die müssen ja an den TAE, an diese kurze TAE-Strippe rankommen. Ist auch eine ganz einfache Lösung, habe ich da. Der Oma einfach ein Handy schenken und das alte Telefon von der Oma nehmen, die Strippe abschneiden und dann hast du den TAE-Adapter. So einfach ist das, weil da ist immer schwer ranzukommen an diese TAE-Stecker. Ja, und Oma kann eh ein Handy gebrauchen. Genau, Oma braucht eh ein Handy. Ja, alles klar. So, und wir laden hier nochmal schön mit... Auf Kosten der Telekom. Auf Kosten der Telekom, das ist alles hier wunderbar. Machen wir den Akku nochmal voll. Ja, und sagen dann, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns dafür einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Und
Ja, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn Holger hier mal wieder hoch und runter adaptiert. Ja, ich liebe Adapter, ne? Also, bis dann und tschüss. Und tschüss.